Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Bloons Tower Defense 6. Heute zeige ich euch mal, wie ihr den Erfolg Magiegold macht. Dafür müsst ihr 50 Golden Bloons im Modus nur Zauberaffen platzen lassen. Und das Ganze könnt ihr auch als Tutorial für Regenbogen sind Magie benutzen. Also lasst 20.000 Regenbogen Bloons mit Zauberaffen platzen. Dafür wählen wir als erstes mal hier die Karte aus, wo der Golden Bloon drauf ist. Das ist gerade Ende der Straße. Wir gehen hier auf Schwer und gehen dann auf den Modus nur Zauberaffen. Als Helden könnt ihr dann natürlich Oban für auswählen, weil Oban bufft, den hat erstens jeder. Ich nehme jetzt mal hier den Oban Skin. Und Oban bufft ja auch Zauberaffen. Das ist halt mega gut. Und wir machen das Ganze mit den Ninjan. Und vielleicht weiß der ein oder andere schon, wie die Strategie funktioniert. Ich will jetzt noch nicht spoilern, ich platziere einfach, ihr startet ganz normal entspannt mit Oban. So, ihr baut dann jetzt euren ersten Ninja, den upgradet ihr auf 1 und danach unten auf Blendgranate. Das ist ganz wichtig, weil die Blendgranate, da steht ja schon, wirft manchmal eine Blendgranate, die Betonung liegt auf manchmal, also nicht permanent, die mehrere Bloons betäuben kann. Und das ist hier der ganze Trick bei der Sache, ihr wollt die Golden Bloons immer betäuben. Das ist richtig wichtig, weil wenn diese Golden Bloons betäubt, beziehungsweise wenn ein Golden Bloon Damage kriegt, dann fetzt es den ein Stück nach hinten und danach kriegt er aber mehr Attack Speed und knallt dann irgendwie nach vorne und ist halt super schnell. Und das Ding mit den Golden Bloons ist erstens, es ist mit Abstand das Nervigste, also wirklich diese 500 Golden Bloons platzen lassen. Oh mein Gott, war das nervig. Mein absoluter Hasserfolg, Leute. Auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, was ich sagen wollte, die Golden Bloons müssen CC'd werden, also ihr müsst die Golden Bloons praktisch stunnen oder bewegungsunfähig machen, damit ihr die platzen lassen könnt. Andernfalls knallen die euch einfach direkt in den Ausgang und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also Schaden hilft bei den Bloons nichts, ihr müsst die wirklich stunnen. So, ich habe jetzt auch die erste Blendgranate und ich meine, ab Runde 20 können dann auch die Golden Bloons kommen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ich habe den Modus, wie gesagt, sehr lange nicht gemacht, also da ist auch der erste, genau, Runde 20, wir haben jetzt hier die Blendgranate, meistens geht der erste durch, weil wir einfach zu wenig Schaden haben, ich use mal hier den Oven Busch nochmal und er wirft ihn nach hinten, seht ihr, und come on, nochmal stun, ja, nochmal nach hinten, come on, und ne, der erste geht meistens durch, da kann man leider nichts dran machen, aber wie gesagt, ihr müsst jetzt einfach, ja, es ist halt RNG leider, also es ist immer random. Ihr müsst aber, wie gesagt, jetzt einfach diesen 103 Ninja spammen und ihr dürft auch wirklich nichts anderes spammen. Ihr wollt wirklich nur diese Ninja haben, die permanent stunnen und halt Oban, der halt den Schaden von unseren Affen nachher boostet. Achso, und was ich noch nicht gesagt habe, es ist halt auch sehr wichtig, dass die alle ganz nah zusammenstehen, dass die halt permanent durchstunnen. Also wenn ihr die verteilt baut, das bringt gar nichts. Ihr müsst die wirklich alle zusammen zu einem so einem dicken Klumpen bauen, damit die alle schön immer zusammen stunnen. Der Moab sollte eigentlich kein Problem sein. Ich würde aber immer noch zur Sicherheit einmal den Oban Busch in Runde 40 nutzen. Einfach, dass man ein bisschen mehr Schaden hat, weil wie gesagt, man hat nicht so viel Moab Damage. Aber sobald die halt poppen, ist halt easy, weil man halt permanent die Bloons stunnt. Und baut wirklich keinen anderen Affen, baut wirklich nur den 103 Ninja. Ich habe es jetzt wirklich oft betont. Warum überhaupt oben einen rein? Weil er dadurch halt mehr Attack Speed und mehr Angriffsreichweite kriegt. Es gibt keinen Grund, warum ihr oben auf Spitzschuriken gehen solltet. Das braucht ihr einfach nicht. Und es bringt auch nichts, wenn ihr irgendwie auf einer schwierigeren Karte das spielt. Spielt das auf den leichten Karten, weil, wie gesagt, die Golden Bloons, das sind nicht mehr auf schwierigen Karten. Es kommt wirklich ab Runde 20, alle 10 Runden kommt, glaube ich, einer im Durchschnitt. Also es kommen jetzt, ich meine, 7 kommen insgesamt hier auf dem Modus nur Zauberaffen und deswegen, also mehr als 7 könnt ihr sowieso nicht poppen, egal ob ihr das jetzt auf einer Expert-Karte macht oder auf einer leichten Karte. So, das Problem ist halt, wenn man keinen, also ich habe den Erfolg damals, ich habe mir Double Cash, ich habe ja Double Cash, ich habe dann Double Cash aktiviert und habe es mit Double Cash gemacht. Da ging das halt auf jeden Fall, da hat man fast alle Golden Bloons bekommen. Wenn man leider kein Double Cash hat, hat man nicht so viele Ninja und kann da nicht permanent stunnen. Das heißt, meistens kriegt ihr nur die ab Runde 50 bis Runde 80. Das ist halt einfach leider so. Der Erfolg ist wirklich ein bisschen grindy und es dauert halt auch eine Zeit lang. Also man sitzt da bestimmt 2 Stunden oder so dran, bis man den hat. Außer man hat natürlich Mods und macht einen Speedmod an, dann geht es natürlich schneller. Aber das gibt es ja für die meisten Leute nicht, weil die meisten spielen ja auf dem Handy und auf dem Handy gibt es keine Mods. Deswegen, es ist schon ein harter Grind.
aber sobald ihr eigentlich Owen auf Stufe 11 habt, ist es auch nochmal um einiges leichter, dann mit den Golden Bloons die zu poppen. So, da kommt er, der in Runde 60, das ist jetzt ein unsichtbarer Led Bloon, aber unsere Boys können sowieso unsichtbar und Led angreifen. Und der wird jetzt permanent gestunt, also ihr müsst mal gucken, der bewegt sich gar nicht mehr. Der ist jetzt, sobald der einmal drin ist, ist der permanent gestunt. Das ist mega geil. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Open Ability use, ob das was bringt. Ich glaube nicht. Nee, das bringt leider nichts. Aber ich use trotzdem mal. Sobald er jetzt hier wieder in Range ist, wird er permanent gestunt. Und zack, da haben wir ihn gepoppt. Und ja, das ist halt jetzt die ganze Strategie. Also baut wirklich nichts anderes. Baut einfach immer mehr Ninja. Ich weiß nicht, ich guck mal noch, ob irgendwie später irgendeine Runde richtig schwer wird, aber ich meine, ihr könnt wirklich einfach bis Runde 80 durchgehen, nur diese Ninja bauen, solange ihr die in Reichweite von Owen baut. Vielleicht müsst ihr gleich noch ein, zwei upgraden zu der Klebebombe. Das ist halt immer ein bisschen, kommt halt auf die Karte an. Ende der Straße ist schon eine der schwierigeren Standardkarten. Wenn ihr halt so Kubismus und so habt, solltet ihr eigentlich nicht irgendwie upgraden müssen, weil, ja, da zerbombt ihr halt einfach mit den Blendgranaten die Gegner. So, da ist der nächste in Runde 73. Der ist jetzt sogar gepanzert und wie ihr seht, easy auch kaputt gegangen. Also, sobald ihr halt einmal richtig viele Ninja habt, sind die permanent gestunt und dann poppt ihr die halt auch immer. Ihr könnt natürlich Cash Drops benutzen am Anfang, um halt mehrere Ninja zu bauen. Ist das jetzt so 100% worth it? Würde ich sagen, nein. Spielt einfach ganz normal. Es dauert halt einfach ein bisschen, manche Erfolge sind halt einfach sehr grindy hier in Bloons Tower Defense 6 und da kann man halt einfach nicht wirklich was dran ändern, außer man, ja wie gesagt, nutzt dann halt Powers oder hat halt Double Cash, dann geht's halt ein bisschen schneller, aber selbst wenn ihr Double Cash habt, es dauert dann einfach trotzdem nochmal länger. So, ich weiß gar nicht, ob in Runde 80 jetzt auch noch einer kommt, ich glaube nämlich nicht, bin mir nicht 100% sicher, ich hole mir jetzt hier noch eine Blendgranate, kommt jetzt in Runde 80 noch einer? In Runde 80 use ich auf jeden Fall nochmal die Owen Abilities, weil sonst ist das einfach ein bisschen zu close. Und ja, wie ihr seht, ich habe nicht eine Sticky Bomb und ich jetzt hier ein bisschen die Fähigkeiten. Wir schaffen es trotzdem easy. Also das ist wirklich ultra der starke Tower. Sobald die halt zu normalen Bloons sind, machen die gar nichts mehr, weil die permanent gestunt sind. Und wir haben halt einfach alle in Reichweite von Owen. Deswegen ist es sehr wichtig, nimmt Owen auf jeden Fall mit, platziert den ganz taktisch klug, dass halt alle in Reichweite sind. Es sind wirklich, jeder von meinen Ninja ist in Reichweite von Owen mit dem extra Buff. Und ja, easy. Runde 80 geschafft. So farmt ihr den Erfolg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Grinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Haut da rein. Ciao.